das jetzt? Ja, no storage cell. Das ist. Oder ist das die falsche? Hier geht's nicht drauf. Hier ist es auch nicht drauf. Das ist blöd. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt da raus? Tun wir das jetzt mal weg hier. Wir lassen das mal angeschlossen. Ah, hier ist Lapis drin, das wissen wir. Ah, nee, ich muss ein. Hab ich einen Import? Muss ich da vielleicht einen Export? Ich bin nur Tortel. Ja, damit. Export, ich komme. Export. Naja, Digital Mine nicht. Oh mein Gott. Ich hab von den Dingen keine mehr. Macht nichts. Komm bei Ihnen. Schmeiß noch einen Import hier rein. Wie gesagt, brauchen wir irgendwann sowieso wieder. So. Jetzt importierst du das. In the chest. Und zwar, wenn ich dir sage. Ne? Dün, 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 dün. Ein Type. Ich hol mal ein paar Karten. Würde mich jetzt relativ interessieren, ob das funktioniert. Nehmen wir mal die Speedkarten. Ich brauche nur davon welche. Vier Stück. Ah, geht doch. So muss das laufen. So können wir mal eben die Karten befüllen. Das machen wir zwischendurch. Dann lassen wir die mit dem. Das Ding schmeiße ich mal ins ME-System. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich glaube ich auch nicht mehr. Können wir uns auch sparen. Können wir auch aufsparen. Cobblestone. Rein mit dir. Was haben wir denn hier? Clocks. Ranger. Ach, da hatten wir genau. Das hatten wir das mit dem Wachsen noch. Und ich glaube, die brauche ich auch erstmal nicht. Das heißt, da drüben kann ich eigentlich in Ruhe craften. Was es da angeht. Was ich noch bräuchte, wäre Holz. Nicht massenweise Holz, sondern so, dass ich ein bisschen was produzieren kann. Ja gut, dass ich da nicht reinspringen wollte. Für die Dinger hier. Holz geht natürlich weiter, bleibt ja nicht aus. Aber dann könnten wir den auch umändern. Ach, den wollten wir, genau, den wollten wir mit dem Interface ausprobieren. Hier oben Interface ist rein. Dann von da hinten kommt man ja knapp dran, aber das kriegen wir auch hin. Eventuell. Powerbottle, ich muss auf die Folge gucken. So. Blablabla, ja genau. Lass mal so. Ich muss in die Kiste drauf zugreifen. Aber hab ich keine. Wo ich die denn? Oh mein Gott, ich bin blind. Die brauche ich. Und zwar einmal so das ganze Spiel, damit ich dahinter das ME-Kabel setzen kann. Der weg. Der dran. Der sollte es eigentlich funktionieren. Dann tun wir ME-Kabel hier lang. Und zumindest ein zwei Interface auf jeden Fall schon mal mit gecraftetes. Das heißt, 1, 2, 2, 3. Ja, Paul und so weiter laden ja gerade auf.
Also läuft langsam prima. Wenn wir noch automatisiert kriegen, das meiste, bin ich begeistert. Ja, das andere kommt ja auch noch raus hier. So, was sagt jetzt langsam die Festplatte hier? Voll. Gut, dann schmeiß die in die Karte rein. Und ich brauche jetzt nochmal eben Pollen. Es werden bestimmt keine drin sein, das war fast klar, aber dann holen wir dann zwei da drüben welche. Und wir brauchen ein Rezept. Einmal muss es suchen, und zwar genau oben das einmal durch, das einmal dahin. Muss mal gucken, ob wir noch eine Polle kriegen. Na gut, ich weiß warum. Ne, keine drin. Muss mir eben eine besorgen. Es ist in dem Fall, dass ich hier dann die Karten jetzt rein tue. 15.000. Kommen wir auf jeden Fall lange mit aus. Brauchen wir 45.000 Holz. So viele Dinger brauchen wir anfangs erstmal nicht. Natürlich, wenn ich dann den Bienen, die ganzen Bienen bauen möchte, die ich sozusagen brauche oder haben möchte. Ölbienen auf jeden Fall, weil ich nicht so viele Ölquellen finden werde, dass ich diese Produktion halten kann. Wenn wir das jetzt sehen hier, was allein an Maste da ist. Ich will ja gerne nicht wissen, wie viel Erze wir haben oder Erze hatten. Einfach auch schon verbraten ist in dem ganzen Haus. Ich überleg mal, man baut das jetzt zurück, bekommt die ganzen Materialien raus und tut das in eine Kiste rein. Und allein wie viele Kisten man rohstoffmäßig hat, das ist nicht mehr überschaubar. Wenn man sich das mal antut. Machst du das automatisch? Nein. Das war mir klar. Ich habe jetzt nicht so ein Ding jetzt. Oh. Jetzt hole ich mir aber eine Portal dann. So, das Einzige, was ich nicht kann, ist treffen. Aber irgendwo habe ich getroffen. Und das wird jetzt erstmal. Oh, das ist sogar fast gut. So, holen wir uns da drüber eine Hauswand. Ne, ich will es dann höher haben. So, damit muss ich da nicht immer hin und her gehen. Jetzt brauche ich einen davon. Den brauche ich auch noch. Damit ich das craften kann. Komm mal her. Dankeschön. Und nun. Genau. Einmal. Einmal so. Ich gebe ihm das einmal. Und einmal so ergeben das hier. Das sind beide Rezepte haben. Jetzt brauchen wir noch ein Interface. Da. Noch zwei Stück. Dankeschön. Kabel haben wir noch genug. Schauen wir mal, was unsere Kiste sagt. Mit dem Pumpen. Ah, nehmen wir raus. Wird schon passen. So, jetzt würde ich mir gerne mal so ein Stack mitnehmen. Weil dann wäre die eine Kiste, die da ist, überflüssig. Man könnte sie kombinieren, indem wir da das Interface dran machen. Brauche ich aber nicht. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Man darf natürlich nicht so viele Ports dran hängen. Das heißt, wir haben jetzt ein Port, zwei Ports, drei Ports. 4 und 5 kommen noch hiervon. Also 4 und 5. Hier produzieren wir die hier. Das sind die Wood Casings. Und hier produzieren wir die hier. Ich bin echt gespannt, ob das gesteuert geht. Ich weiß nicht, warum ich die disablen muss.
Ahnung. Als ob da jetzt Flüssigkeit reingeht oder so. So. Ja. Nimm ich so einmal im Kauf. Dann könnt ihr jetzt eigentlich auf den Weg.